bei uns zu Gast ab Freitag, ist es soweit? Freitag? Wann kommt das Album raus? Am Freitag? Ich glaube ja, ne? Am Freitag kommt das neue Album von ihm raus. Ich glaube, als Download gibt es schon. Ganz weit oben in den Charts an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, hier ist Kollega! Dankeschön. Glückwunsch, das neue Werk scheint da gut zu funktionieren. Das Album kommt physisch jetzt erst Freitag in den Handel? Kommt am Freitag in den Handel, genau. Aber zum Download gibt es schon eine Weile. Nee, auch nicht. Nee. Aber ich habe doch schon Titel gehört. Hast du gehört? Ja, ein paar Singles sind draußen, also 4 Lieder sind schon draußen. Ja, das meine ich doch. Ja, ja, das den Rest habe ich mir natürlich illegal gezogen. Okay, ja, da bist du einer der Ersten. Hat sie gefallen? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich eine Eins, oder? Es muss die Eins werden. Wir haben zwar starke Konkurrenz hier, den Jacko haben sie nochmal entmumifiziert quasi. Ja. Der kommt am selben Tag, Michael Jackson, aber ich mache das schon. Ne? Ja. Ja, okay. Du warst das letzte Mal hier mit deinem Kollegen Farid Bang. Genau. Der hat jetzt kürzlich auch ein Album rausgebracht. Ja. Habt ihr euch irgendwie, wart ihr vorher so ein Team oder habt ihr euch dann getrennt oder wie? Okay. Das ist also keine große Trennung wie bei einer Boyband auf einmal, sondern nee, wir sind ein Team nach wie vor, wird auch immer so sein. Ja. Und da gibt es bestimmt auch mal den Nachfolger zu Jung, Brutal, Gut aussehen 2, den dritten Teil irgendwann. Vielleicht machst du ja mit, Feature. Bei Jung, Brutal, Gut aussehen? Ich hab dir jetzt mal dieses Bild gemalt. Hast du das eigentlich noch? Das Bild, was du gemalt hast, ja, ich weiß aber nicht mehr wo. Wo du Jung, Brutal, Gut aussehen bist. Auf ja, ja, ich weiß, ich mehr, weiß. Mehr Muskulatur. Hast du mal trainiert seitdem eigentlich? Ich hab dir ein paar Shirts mitgebracht hier. Du bist so ein Bodybuilding-Heini, ne? Ja, da musst du jetzt sein. Das ist ja mittlerweile so, es kommt im Rap nicht mehr auf die Skills an, sondern auf den Bizeps. Und ich hab dir ein paar Trainingsshirts mitgebracht. Das okay. Ist hier von Salatschrumpf der Bizeps. Das sind wichtige Weisheiten. Von Salatschrumpf der Bizeps? Ja, das weiß der ein oder andere noch gar nicht. Hier. Ist auch sehr schön hier. Was ist denn los mit dir? Ne? Ja. Motivationssprüche also. Wenn du vom Spiegel stehst und nicht mehr kannst, guckst du aufs Shirt. Ist das dein ist das Merchandising von dir? Das ist Merchandising von mir. Okay, von Salatschrumpf der Bizeps. Nicht gewusst? Nee, wusste ich nicht. Nee, deswegen auch der Körperbau. Jetzt ja. Also vielen Dank. Ja, gerne. Ne? Das heißt, du gehst regelmäßig pumpen. Ist das ist in der Szene, in der du dich bewegst, ist das schon wichtig? Oder? Nein, das habe ich ja etabliert, quasi mit Farid Bang zusammen. Ich meine, wir haben uns das so ausgedacht, komm, die ganzen Rapper sind Kiffer, die sind eh zu faul zum Trainieren. Jetzt machen wir einfach Trend. Wenn du jetzt erfolgreich sein willst, musst du breit gebaut sein. Haben wir durchgezogen, keiner ist mitgekommen, deswegen stehen wir jetzt an der Spitze. Ne? Ja. Einfaches Erfolgsrezept. Ja. Du hast das letzte Mal, als du hier warst, hast du noch Jura studiert? Ja, ja, ja. Oder ist das nur ein Promo-Gag? Oder hat das nie gestimmt? Doch, doch, das hat schon gestimmt. Ja. Aber ihr macht es jetzt nicht mehr? Naja, ich mach's schon noch weiter. Ich meine, der Farid ist immer noch kleinkriminell. Ne? Deswegen muss ich das schon noch zu Ende bringen. Aber mittlerweile, ich mache ja auch mittlerweile Milliarden mit der Musik. So von daher. Ja, okay. Du bist. Hast du Vorstrafen? Nein. Sag doch mal, ja, ehrlich zu sein, wir sind aber verjährt. Ne? Was denn? Wegen was denn? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Du machst mir eher so den Eindruck, als wärst du so ein lieber Gangster-Rapper. Ja, absolut. Absolut. Ich bin der liebe Gangster-Rapper, klar. Der lustige. Ich habe auch eine Late-Night-Show jetzt gemacht. Ne? Wo denn? YouTube. Im Fernsehen habe ich es noch nicht geschafft, aber ja. Ich bin so quasi der Stefan Raab der Neuzeit, nur mit noch mehr Muskulatur. Ja. Okay, okay, okay. Wie oft musst du trainieren? Jeden Tag oder was? Jeden Tag 5 Stunden. Okay. Du bist Boss, das Album ab Freitag heißt King. Du bist Boss, fantastische Motivationsmusik. Jetzt versteht man auch, der junge Herr, der Angelo heißt er, glaube ich. Ja. Es hilft den Leuten bei Alltagssituationen, bei kleinen Problemen auch schon. Ne? Ja. Ach so, ja. Es ist Motivationsmusik. Du meinst der Kollege immer beim Kacken? Ja, ja, genau der. Also in jeder ist das eine Ehre für dich oder wenn ihr sowas macht? Ja, natürlich. Also wie gesagt, wenn das in jeder Lebenslage den Leuten weiterhilft, die Mucke. Bitte schön. Du bist Boss, Angelo. Du bist ja eigentlich so für das, was man so gemeinhin als Gangster-Rapper kennt, bist du so ein bisschen untypisch. Du bist im Hunsrück geboren, ja. Wohnst in Düsseldorf. Ja. Ja. Düsseldorf ist aber gar nicht so harmlos, wie man denkt. Nee? Ja. Wieso, weil die ganzen Russen da einkaufen oder was? Unter anderem, aber allein, dass Farid Bang dort wohnt, ich meine, das steigert die Kriminalitätsrate natürlich enorm. Ah, okay.
Und du, Kollege ist ja logischerweise dein Künstlername. Nee, bürgerlich. Nee, Spaß. Dein bürgerlicher Name ist Felix Antoine Blume. Was für ein Name, oder? Für einen Rapper, oder? Sehr klangvoll. Meinst du, mit dem Namen wäre auch die Rapperkarriere was geworden? Felix Antoine Blume in the house! Klar, natürlich, klar. Ja? Warum nicht, ja. Wie sagen denn Freunde? Sagen die Kollegen zu dir oder sagen die Antoine? Also meine intellektuelleren Freunde benutzen den zweiten Namen Antoine. Ja. Antoine, okay. Und die Gangsterfreunde sagen Kolle. Kolle. Ah, verstehe. Und diese Sendung, die du da bei YouTube machst, unter anderem, du machst verschiedene, oder? Ja, ja. Die eine heißt Lyric Lounge. Lyric Lounge, auch die Perspektivenspaß, die ist der eine oder andere, kennt sie vielleicht. Da geht es darum, immer eine Person oder auch mal einen Prominenten aus der Boss-Perspektive, ich bin ja der Boss, ist ja bekannt, ja. Darzustellen. Also ich versetze mich in die Rolle, ich habe den Hoeneß letztens gemacht, hier so ein kleiner Aufenthalt, das ist schon auszuhalten, gibt schließlich Schlimmeres, zum Beispiel Frauenfußball, so Sachen. Und ja, oder ein Müllmann. So die unbosshaftesten Berufe zum Beispiel einfach mal als Boss darstellen. Okay. Bist du tatsächlich Lyrik-Fan? Absolut. Hast du schon mal ein Buch gelesen? Ich habe bestimmt schon mal irgendwann ein Buch gelesen, ja. Zuletzt aber, glaube ich, meine eigene Biografie. Gibt's schon eine? Die bringe ich natürlich nicht raus, weil das wäre natürlich viel zu viel Inspiration, um... da hätte ich Konkurrenz auf einmal, ne? Deswegen. Ah, okay, verstehe. Ja. Hier, das ist das Package. Was ist da alles drin hier? Das ist ja so Schuhe oder was? Ja, das ist eine CD. Ja. Also das glorreiche Album King, welches am 9.5. erscheint, an der Stelle nochmal Hinweis. Mit T-Shirt. Und T-Shirt ist drin, ein Plakat. CD. Für die Wohnzimmerwand, die CD natürlich. Aufkleber. Alles. Aufkleber. Da habe ich aber eben, war das ein BMW in dem Video? Das letzte Mal hast du gesagt, du fährst nur Mercedes. Ja, ich habe jetzt geswitcht, ich bin jetzt BMW-Fahrer. Echt? Ja. Das ist aber ein Schritt nach hinten, oder? Nö. Nee? Nee, ein Aufstieg? Sozialer also, Aufstieg? BMW ist der neue Mercedes, sagt man. Ah, okay. Ja. Warum jetzt auf einmal? Ist cooler jetzt bei den Jugendlichen so, ne? Ah, okay, ja. Okay. So, das ist die CD hier. Und was ist das hier? Ein Poster von dir? Das ist ein Poster von mir, ja. Geil. Ist geil, ne? Mit Zigarre. Das ist aber nicht gut, wenn man pumpt, ne? Sport und Rauchen verträgt sich aber nicht, ne? Ja, ich muss ja auch ein bisschen den Bizeps, das Wachstum ein bisschen einschränken. Deswegen gebe ich mir ab und zu eine Zigarre. Sonst würde ich hier nicht auf den Sessel passen, sondern ja, okay. Ist ja klar. Deswegen ab und zu ein Salat muss schon sein. Ach, auf einmal doch! Okay. In meiner Position schon. Aber hier pumpen und so, nur cool bei Männern oder auch bei Frauen? Also ich weiß nicht, diese Frauen, die sich Anabolika spritzen und dann Sixpack haben, ist nichts für mich. Da haben wir mal schöne Ausschnitte hier gehabt. Ja. Und dann sagst du, wieso ist da alles okay? Ich bin natural. genau, hast du gesehen. Ne? Ja, hab ich gesehen. Findest du nicht gut? Nee, finde ich nicht so toll. Okay. Am Freitag kommt das Album, gibt es Tour oder sowas dazu? Oder Tour kommt unterwegs? Im September, einen Monat lang komplett auf Tour, deutschlandweit, Österreich, Schweiz. Okay. Ja. Also, bitte aufschreiben, am Freitag ist es draußen, das neue Album von Kollega King heißt es und die aktuelle Single Du bist Boss. Ja, Antoine, vielen Dank, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Kollega, meine Damen und Herren, morgen bei uns die drei Finalistinnen von Germany's Next Topmodel. Und jetzt kommt The Big Bang Theory. Vielen Dank, das war's für heute. Ciao. Kollega.